dieser Stelle ist mir noch eingefallen, bitte legt dann in der Pause die Blöcke und die Stifte insbesondere, es gehen immer Stifte verloren, hier auf die Bühne. Die Rote Fabrik zahlt das und die Künstler haften mit ihren Gagen dafür. Das wäre ganz schön, wenn man das wieder zurückkriegen würde dann, oder? Dann musst du eh nochmal sagen vor der Pause. Könnt ihr denen auch noch Fahrkosten zahlen oder so am Schluss vielleicht. Schön, die nächste junge Frau kommt aus Hamburg und ist jetzt gerade im November im Finale der deutschsprachigen Meisterschaften gestanden. Das war schon sehr, sehr geil. Sie ist zum ersten Mal in der Roten Fabrik. Bitte heißt sie herzlich zu Gast. Mit einem ebenso lauten Applaus wie für Thomas, die wunderbare Mona Harry. Ja, moin. Mein Text hat eine Widmung. Und zwar ist der gewidmet den Silikonbrüsten meiner ehemaligen Stiefmutter. Und der Text heißt Analogkäse. Es beginnt wie leises Flüstern, leises Rascheln im Geäst. Man vernimmt wie weises Wispern, was der Wind erklingen lässt. Zwingt der Sturm in eine Richtung, so verneigt sich bald der Wald. Strebt doch das Selbst nach Selbstvernichtung für den späten Selbsterhalt. Eiterreste. In Narben, die ohne Erbarmen goldgelb-cremige Blasen aufschlagen, krumme Brustimplantate, verrutschfreudig in abstrakten Formen verharrend, schiefe Brustwarzen glubschäugig in verschiedene Richtungen starrend, alte Hautlappen durch Silikonkissen an Schwellen, wurstwülstige Brustschläuche über BH-Ränder quellen, Botox-Beulen betäubt, bis der Mund bald zu bersten beginnt, spärlich sprudelnder Speichel, der aus Mundwinkeln rinnt, Schlauchbootlippen wie Strandpuddingquallen, Poren so groß, man hört leise das Echo verhallen, wo Make-up-Massen bis über den Haaransatz drängen und sich Puderklümpchen im Damenbad hängen, drängen Beinmengen, sich aus den strengen Fängen von zu engen Netzstrümpfen zu zwängen und enden gegen jede Natur in speckig verschnürter Sitzpolsterstruktur. Freidenker, es geht nicht um die Wurst und auch nicht um den Käse, es geht um Analogkäse. Es geht darum, schön und straff und formbar zu sein, es geht darum, den Anschein zu wahren und wahrer zu sein. Freidenker. Worum es geht, sind Fassaden. Auf die Aufmachung kommt es an. Es beginnt mit leisem Flüstern, leises Lästern im Gepäck. Zerreißt man sich die Mäuler lüstern, deutet über sich hinweg, denn hinfällig, sinnfällig, auffällig, einhellig, abfällig sind die Worte, dass du ja schon ganz schön zugenommen hast und geschminkt dir immer ein ganz kleines bisschen besser aussiehst. Fühlen Sie sich hässlich und dick? Haben Sie keinen Erfolg auf der Karriereleiter, weil nicht mal der fette, froschäugig fummelnde, geflügelfleischvögelnde Filialleiter Sie freiwillig fickt? Machen selbst Obdachlose angewidert einen Bogen um dich, dann werde Analogkäse. Auf die Aufmachung kommt es an. Präventiv präsentiert, präparierte Fassaden. Aufgeschichtete Lagen von Mörtel und Putz, aufgetragen zum Schutz, um sich bloß nicht die Blöße zu geben. Hast du mit 4 Jahren dein erstes Schminkset bekommen? Mit 12 hast du mit Diäten begonnen, Anti-Aging-Produkte für Falten, Freiheit und Topmodel-Träume, dein Lebensinhalt. Freidenker, worum es geht, sind Fassaden. Auf die Aufmachung kommt es an. Und wenn es dann doch nicht klappt, du trotz allem zu dick bist, weil dein Körper nicht der aktuellen Bademode genügt, du dich fett und hässlich und wertlos anfühlst, dann lassen wir dich trotzdem nicht hängen. Nein, dann heißen wir dich trotzdem willkommen. Willkommen in wohlig wabernder Werbewunschwelt, wo dich Glück wie windig wirbelndes Wasser umwälzt, wälzt sich wallendes Haar an hageren Leibern, perfekte Weiber wabern wunderschön über Leinwände, türkises Meer und weiße Strände, so viel perfektes Glück und das alles nur, weil du dieses neue Shampoo kaufst. Ach was, Shampoo, Hair Conditioner. Dieser High-End Hair Conditioner mit innovativer Pflegetechnologie, Anti-Stahlsystem, Insulin, Mineralien für bionergetische Reanimation des Seidenprotein und Orangenmilch. Freidenker, du bist die Summe deiner Feuchtigkeitscremes, deiner Markenprodukte, deines Status Quo. Werde Analogkäse mit der richtigen Produktbeschreibung, mit lückenlosem Lebenslauf, formbar und mit ganz viel Vitamin B angereichert, bekommst du dich bestimmt verkauft. Großunternehmen, Karriereleiter, Assessment Center, bück dich heiter für Praktikum um Praktikum, dann zwänge dir den Sachzwang um und acker deinen Buckel krumm, umso größer das Einkommen, desto teurer werden die Träume, so bleibt Glück immer gleich unerreichbar. Resignier und dann greif mal seichter nach leichter erreichbaren Zielen, so bleibt da ein Haus, ein Hund, 1,5 Kinder und dann im Garten auf das Seelenheil warten, so paddeln wir auf Schlauchbootlippen Richtung Sonnenuntergang. Oh, Analogkäse,
Du bist so schön und weich und saftig, bleib straff und jung und wirst nicht alt. Sonnengelb bist du wahrhaftig, doch du schmeckst nach Rinderteig. Das ist, wie wenn man Pferdefleisch kauft und dann Hähnchen drin ist. Es beginnt wie leises Flüstern, leises Rascheln im Geäst. Man vernimmt wie weises Wispern, was der Wind erklingen lässt. Zwingt der Sturm in eine Richtung, so verneigt sich bald der Wald. Strebt doch das Selbst nach Selbstvernichtung für den späten Selbsterhalt. Und dann Dunkelheit. Frühmorgens auf dem Weg zu diesem Ort, den man zu Hause nennt, durchtanzte Nacht legt sich auf geschminkte Gesichter. Verlaufende Fassaden und müde Silhouetten umtänzen die Lichter, laufen mit dem Wind und immer im schützenden Schatten, umsichtig, um sich nicht sichtbar zu machen. Dunkelheit ist ein Mangel an Licht und wir hangeln uns dicht entlang an anerkannten Fassaden, um uns nicht der Sichtbarkeit preiszugeben. Dankeschön. Aus Hamburg, Mona Harry. Liebe Jury, geht in euch. Schreibt euch die Noten auf für Mona und zeigt sie uns in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Okay, wir gehen wieder von links nach rechts, oder was meinst du? Kann man alles lesen? Da wird noch mal kurz nachkorrigiert, ich kann das nicht lesen. Ach so. Hat das Blatt durchgedrückt oder hast du so eine Sauschrift? Das ist ja unglaublich. Ich beginne einmal hier rechts vorne, sobald die Note geschrieben ist, sehe ich hier sehr schön, eine perfekt, danke. 9,3. Wir haben eine 8,5. Wir haben eine 9,1. Wir haben eine 7,4. Und wir haben eine abschließende 8,2. Es wird hoch und tief gestrichen und es bleiben übrig. Kann das sein? Ja, das nein, es stimmt natürlich nicht, weil die rechte Spalte ein bisschen zu kurz ist. Man muss hier noch die Komma stellen. Ah. Thomas sind 26,4 und Mona müssen wir dann gleich rausfinden. Helf. Du gehst nachher kurz runter und stellst das ein. Excel ist my es bitch. Sind auf jeden Fall 26, irgendwas Punkte und das gibt einen großen Applaus für die großartige Mona Harry! Das ist mir vorhin, irgendwie war das nicht möglich mit zwei Neunen und irgendwas anderem, dass das eine runde Zahl gibt. Ist mir da mal aufgefallen. Ja. Aber das dauert bei mir ein bisschen länger. Also oben sind 26,4 und da sind es, glaube ich, tatsächlich 26, wenn ich das richtig... Ja? Ja, ich glaube. 8,2, 8,5, 9,8, 6, was? Nee, das kann ich sagen. Ich gehe mal gucken. Du gehst nachher gucken. Genau, ich gehe nachher, jetzt braucht es mich noch. Das Vielleicht wird auch gerundet, das wäre noch viel schlimmer. Oh, das wäre richtig scheiße. Das wäre noch viel, viel schlimmer. Ich